Willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Ich bin euer Mammut und beim letzten Mal sind wir erfolgreich in das Land der Spinnen eingerannt. Keine Ahnung, wir wurden gleich gefangen genommen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir von hier denn weiterkommen. Da hinten erwartet uns schon wieder so ein Möchtegern-Engel. Man muss natürlich dran glauben. Auf jeden Fall. Hauen wir mit unseren tollen Handschuhen mal. So, jetzt stirb. So. Gut, also hier rechts kommen wir, denke ich, mal nicht drauf. Nein. Gibt's hier sonst noch etwas, was ich wissen sollte? Da oben ist so eine Tür, die versperrt ist. Keine Ahnung, wo es da dann hingeht, aber wir werden es auch noch herausfinden. Mein Controller vibriert. Okay, weil die Brücke so morsch ist. Ist ja auch normal, da war ja nur hier so... Na, sag schon. Spinnennetz drüber. Kein Wunder, dass es eigentlich nichts aushält. Jetzt gucken wir mal, wo es denn hier lang geht. Also da ist so eine Augentür. Hallo Augentür. Aber hier können wir auch noch nichts weiter machen. Gut. Wow, da wäre ich fast runtergefallen. So, jetzt aber weiter hier. Mal kurz links gucken. Nicht, dass da eine Truhe steht, wie ich sie noch nicht gesehen habe. Aber ich glaube, ich kann jetzt Truhen aufspüren. Yay, ein Stufenaufstieg für mein Schwert. Mein Schwert wird stärker. Es wird ja auch Zeit. Das ging ja gar nicht, ne? So, hier rechts könnte ich rein. Oh, hier noch retten. Habe ich den anderen getötet? Nein, natürlich nicht. So. Jetzt aber. So, geradeaus ist, glaube ich, nichts weiter. Also können wir auch nichts mit dem Netz machen. Das ist viel zu dick, als dass wir es auseinanderreißen könnten. Aber das hier können wir auseinanderreißen. Und dann gehen wir hier durch und sehen da auch schon überall Gegner an den Wänden. Die erschießen wir jetzt einfach mal. In der Hoffnung, es reicht. Oder auch nicht. Gut. Dann gehen wir mal hin. Was auch immer das so ist. Einfach mal kaputt hauen, alles was eklig aussieht, kaputt machen. Kann man nichts falsch machen, in der Regel. Außer es macht Schaden dadurch, dass man es kaputt macht. Aber es würde bestimmt auch Schaden machen, wenn man es nicht kaputt machen würde. Ja, stimmt. Ja genau, fällt runter, ihr dämlichen Spinnen. So. Jetzt gehen wir hier drüben mal rüber, weil da hinten ist ein Fort, weil ich zerstören kann. Ist da ein Schalter frei geworden und ich bin auch schon ganz gespannt, was wir mit diesem Schalter erreichen können. So, gucken wir mal. Schalter betätigen und dann steht eine Truhe, die werden wir gleich öffnen. Aber was ist denn jetzt passiert durch das Betätigen des Schalters? Nichts. Also über uns hier ist so ein Ding, das wollte ich gerne kaputt haben, danke. So. Immer diese möchte gerne Spinneneier. Wow, 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 ich möchte nicht runterfallen. Nein! Gut, hätten wir es auch geklärt. So, also auf jeden Fall ist da hinten so ein Chronomant jetzt. Ich glaube, den haben wir durch den Schalter freigelegt. Aber hier hinten an die Truhe hin. So, da kommt auch schon die nächste Spinne hier angerast. So. Und nun gehen wir hier mal ganz vorsichtig rüber, ohne runterzufallen.
keinen Plan, was ich tun muss. Irgendwo muss ich auf jeden Fall die Chronomant machen. Was ist eigentlich jetzt Chronomant? Ich weiß nicht, ich habe nicht aufgepasst. So, mal spinnen weniger. Und. Hm. Aha, aha, aha. Gut, können wir diesen Schalter nochmal betätigen? Nein, gut. Das heißt, da wo es jetzt ist, das ist auf jeden Fall richtig. Verzeihung. So. Gucken wir mal. Ich kann es von hier aus nicht attackieren. Oh, ich habe falsche Waffe. Das ginge. Aber ich kann hier nichts damit erreichen. Hm, wo ist denn da hinten? Da sind so ein paar Bretter in der Wand. Aber ich kann mich da vermutlich auch nicht davor stellen, um die freizuräumen, oder? Ne, dahinter ist hier alles mit Glas, das nicht zerstörbar ist. Okay. Gut. So, auf jeden Fall ist da oben noch was. Frage ist nur, wie kommen wir jetzt einfach so nach oben? Außer runterspringen und neu spawnen. Hm. Ah, ist das hier etwas, wo ich hochklettern kann? Ja. So kommt man nach oben. So, da links ist auch noch was. Da hinten sind ein paar Spinnen. Ist hier noch etwas? Hier ist die Tür, aus der wir rausgekommen sind, glaube ich. Ja, das kommt ziemlich gut hin. Gut, dann gehen wir nochmal eine Etage höher. Und siehe da, wir sind ganz oben. Wow. So. Nicht runterfallen, Krieg. Nicht runterfallen. Runterfallen ist ganz böse. So. Mach endlich hier alles tot, ey. Tot, 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 tot. Wie in drei Teufelsnamen konnte ich bloß bei dir enden? Das weiß ich auch nicht. So. Er hat doch irgendwo mein Handschuh geleuchtet. Ich weiß gar nicht warum. Es geht auf jeden Fall noch eine Etage höher. Oder sieht das nur so aus? Da hinten ist eine Truhe. Okay. Ich vermute ja jetzt, wir müssen von hier aus den Chronomant benutzen, damit wir auf den Stahlträger kommen können und vermutlich wird der Stahlträger sich hin und her bewegen. Damit er sich langsamer hin und her bewegt, weil... Wenn wir nicht runterfallen, müssen wir wahrscheinlich den Chronomant bewegen, was natürlich auch vollkommen Sinn macht, dass die Zeit natürlich physikalische Begebenheiten verändert, ja. So, wir testen das mal aus. Wir werfen. Okay, es ändert sich nichts an den physikalischen Begebenheiten, okay. Gehen wir erstmal hier in die Truhe. Da haben wir eine Karte, okay. Was können wir denn auf der Karte sehen? Ganz viele Räume, obwohl es sind gar nicht mal so viele. Aha, okay. Was noch? Das ist okay, also ich denke mal der runde Raum hier in diesem Keller, das ist der Bossraum, also vermute ich. Ist eigentlich auch voll egal, ob das nur der Bossraum ist oder nicht. Ist halt so das, was ich mir gerade so denke dabei. So, dann sehe ich, da oben ist eine Kante zum einfach ranklettern. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal nach oben. Und dann versuchen wir es nochmal auf dem Stahlträger. Und versuchen da mal ranzukommen. So, erstmal hier rüber. So. Jetzt versuchen wir es mal ohne diesen Chronomanten.
Ja, warum? Ich weiß auch nicht, einfach um zu testen, inwieweit das eine Auswirkung hat. Ah, es dreht sich also doch nach oben, okay. Okay. Was macht, dass du nach oben gehst? Ah, okay. Ich muss erst den hier nach unten lassen, dann den Chronomant betätigen, um dann nach oben zu kommen. Okay. Soweit verstanden. Nicht runterrutschen, nicht runterrutschen. Und jetzt lauf, 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 auf, lauf, auf, lauf, auf, lauf, auf, lauf, auf. Nein, nein, der falsche Taste. Nein! Oh Mann. Ja, das passiert, wenn man versehentlich beim Springen dann auch noch auf die Wurfwaffe feuern Taste kommt. Ja. Dann fällt man runter. Memo an mich, nicht nochmal. Achso, ich dachte schon, was ist das da oben? Ist das da noch ein schwarzer Gegner oder sowas? Aber nein, alles ist okay. Knapp, wir wären fast runtergefallen. So, bist du schräg genug? Gut, dann wirst du jetzt hier angehalten. Und dann laufen wir mal ohne die Schultertaste zu betätigen. Ui, wir haben es geschafft. So, Truhe brechen, reingucken und siehe da, da ist sogar der Schlüssel für die Augentür. Wer hätte es gedacht? Ich schon. So, dann gehen wir zurück. Indem wir die Tür wieder aufmachen. So, und dann müssen wir hier ein Stück zurück und dann nach links, wo es dann zum Kletterpart ging. Diesen hier. Und dann können wir da entlang dann endlich rein in das, in diesen Raum oder das Gebäude, je nachdem. Ich spring ab. Gut. Und zerstören. Übertrieben viel Blut, immer noch. So. Sehen wir da hinten einen Raum, eine Tür oder sowas. Und da oben sind so Blöcke und da oben ist hier auch etwas. Oh, hier ist überall irgendwas. Und hier sind ja immer Spinnen, die müssen dran glauben, auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder meine Sense benutzen. Hey, so. Weil das sind viele Gegner und viele Gegner lassen sich besser mit der Sense vernichten. Da regnet es nur an Seelen, das ist ja fantastisch. So, also hier geht es auch nach unten und da ist auch noch eine Spinne. Und die folgt dahin, wo ich bin. Das ist ja eklig. Das ist ja fast wie im Real Life, wenn ich die Spinnen ständig verfolgen. Wo ich zumindest das Gefühl habe, ihr verfolgt mich. Stirb endlich so. Na, ist ja schon wieder. Ich mag da gar nicht runtergehen, nee. Aber wahrscheinlich muss ich das. Na, du dämliche Spinne hier. Stirb. Stirb. Bitte. Ich mag dich doch nicht. Also da unten ist ein Spinnenbeutel, da drüben ist irgendwas. Wir sollen hier wahrscheinlich rüber. Und uns von der Spinne treffen lassen, okay. Wo ist hier? Ich weiß, dass ich da hin muss, du Depp. Ich weiß nur, wie komme ich denn einfach so ohne einen Chronomant an der Spinne vorbei? So. Hätten wir.
Wir kommen da noch nicht einfach so an der Spinne vorbei. Da brauchen wir erst was für. Ich will dich nicht nochmal rufen müssen. Ja, wirst du wohl aber machen müssen. Oder du wartest einfach, bis ich da hinkomme. Ganz einfach. Du solltest besser kommen, wenn ich dich rufe. Heul nicht rum. Meine Fresse, ist das ein Tränentyp, ey. So, jetzt sind wir wieder hier. Reiter! So, wir können hier sicherlich auch noch oben mit dem uns hier irgendwo dranhangeln. Ich weiß nicht. Moment, die Spinne ist doch hier. Was ist, wenn wir das Objekt hier hinziehen? Also dahin, wo da oben dieses Ding ist, was immer diese Dinge hochzieht. Und dann hier ist hier doch die Spinne. Du solltest besser kommen, wenn ich und dich rufe. Wenn wir dann das Ding hier runterlassen, fällt dann das Netz auseinander? Also zumindest fällt die Spinne runter. Das ist doch schon mal gut. Kann ich sie jetzt bitte töten? Nein, es ist nur dazu gedacht, damit ich da schneller vorbei kann. Okay. Auch gut zu wissen. Hoch und hoch und hoch und rüber. Yay. Nein, nicht so. Ja, so auch nicht. So. Dann nochmal hier. So. Einfach gleich runterlassen. Wir stellen uns erst zur Ecke hin. Damit wir einen kürzeren Weg haben. Wir sehen es an und machen da Attacke. Freuen uns, dass die Spinne da hilflos ist. Muhaha. Jetzt geh doch an die richtige Dinge dran. So. Und jetzt darüber. Geht doch. Warum nicht gleich so? Meine Güte. Meine Güte. So. Es trifft sich ja gut, dass ihr hier jetzt speichert. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann auch wieder in der nächsten Folge. Weil der Part hier geht auch schon wieder viel zu lang. Und, viel zu lang kann man nicht sagen, aber inzwischen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn das Mammut wieder mal Darksiders spielt. Also bis dann.